Zeit entwischen sie uns. Also, wie war das mit dem Juweliergeschäft? Dein Freund wurde erschossen. Spuck aus, was du weißt. Erzähl mal, wie ist das passiert? Möchtest du, dass ich nachhelfe? Sie sind genauso ein Arsch wie alle Bullen. Ich sagte doch, ich habe ein Alibi. Mann, das war eine Nummer. Du machst immer so ein komisches Gesicht, wenn du fertig bist, als ob ich dich anekle. Ich habe mir noch nie dabei zugesehen. Ist das so wichtig? Sag mir, dass du mich liebst. Sie sind die Ratten der Stadt, brutal und rücksichtslos. Sie beten die Gewalt an. Das Gesetz ist ihnen gleichgültig. Niemand kann sie stoppen, denn wer die Macht hat, der hat auch das Recht. Kommissar, warum verschließen Sie Ihre Augen vor der Korruption? Sie verkaufen doch Ihre Seele für Ihre Karriere. Für die Leute da draußen sind Sie das Gesetz, Sie verkörpern es. Die brauchen Ihre Hilfe. Ja, Hilfe und nicht Ihre Arroganz und Selbstgefälligkeit. Sie haben hier keinen blassen Schimmer. Pater, ich habe nicht die leiseste Ahnung, in welcher Traumwelt Sie leben. Aber warum gehen Sie nicht mal mit offenen Augen durch die Welt? Vielleicht sehen Sie dann auch, was ich sehe. Die Städte wachsen zu schnell und es fehlt an Arbeitsplätzen. So wächst eine Jugend ohne Hoffnung heran. Und aus dieser Hoffnungslosigkeit entsteht der Terror und die Gewalt. Die Polizei ist korrupt und machtlos. Terror und Gewalt beherrschen die Straße. Die Gesetzlosen tyrannisieren eine Stadt. Entschuldigung, jetzt bin ich dran. Was soll das? Mario, fahr los, schnell! Geht doch woanders, Marime. Ist jetzt geil. Schönen Dank. Nein, lass mich los! Der Arsch ist doch zu schade. Mann, Mario, hilf mir! Glaub mir, das macht irren Spaß. Runter mit dem Höschen! Warum soll ich mich aufregen? Weil die dich umlegen wollen? Weil sie glauben, dass du ein Spitzel bist? Fein, dann nehmen sie mir die Arbeit. Sie Schwein, perverser Bulle! Nein! Du verbrannter Vollidiot! Nein, ich bin kein Spitzel! Nein! Du wolltest uns wohl verpfeifen, was? Nein! Nein, Pete! Ich werde dir alles erzählen! Nein! Nein! Eine Stadt, die zum Dschungel wird. Hier heißt es töten oder getötet werden. Warum treibst du dich hier rum, du Schlampe? Das ist nicht dein Revier. Du sollst verrecken. Wie einen räudigen Hund werden sie dich abknallen. Nein! Ja. Nicht! Ich will nicht! Mach nichts, aber wir wollen! Oh, Hilfe! Ah. Hilfe! Nicht! Lass mich los! Dieser Job ist nichts für Amateure, sondern für Profis. Da darf nichts schiefgehen. Hast du verstanden? Ihr überfallt ein Juweliergeschäft. Hör mal gut zu. Wenn heute Abend auch nur das Geringste passiert, werde ich Ihnen stecken, dass du der Spitzel bist, den Sie suchen. Verstanden? Verstanden. Dann bin ich ein toter Mann. Das ist klar. Schwein. Jetzt weiß ich, wer bei den Bullen singt.